Heute mache ich Kartoffel-Thunfischpfanne mit Spiegelei. Dazu brauche ich Kartoffel, Salz, Lauchzwiebeln, Butterschmalz, Pfeffer, Paprikapulver edelsüß, Thunfisch in Öl, Mais, Zitronensaft, Chiliflocken und Eier. Als erstes werde ich die Kartoffel schälen, in Würfel schneiden und vorkochen. Gut, das sind meine Kartoffelchen, die habe ich so gewürfelt. Die koche ich jetzt mit Salz, so circa 8 Minuten, weil die werden anschließend noch gebraten. Gut, ich brate jetzt meine Kartoffelchen an, so circa 5 Minuten. Die Kartoffelchen sind jetzt angebraten. Ich würze das Ganze mit Salz, Pfeffer und Paprika. Jetzt mache ich meinen abgetropften Mais dazu. Kommt noch mein Thunfisch dazu. Den habe ich auch abtropfen lassen. War Thunfisch in Öl. Kommen noch ein paar Chiliflocken dazu. Da müsst ihr gucken, wie scharf ihr es mögt. Noch etwas Zitronensaft. Und Frühlingszwiebeln. Dann stelle ich das Ganze zur Seite und mache dann mein Spiegelei. Jetzt backe ich noch meine zwei Spiegeleier und dann kann ich schon anrichten. Okay, das ist meine Kartoffel-Thunfischpfanne. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen lieben Kommentar oder wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.